Heute geht es um die positive Seite der Provokation. Provokation, das ist an sich erstmal nichts Positives, wenn wir so darüber nachdenken. Denn wer wünscht sich schon in seinem beruflichen Alltag mehr Provokation? Die allermeisten von uns werden dankend ablehnen und sagen, ach nee, das brauche ich mal nicht. Wenn es aber so im beruflichen Alltag, ne, wenn es so plätschernd dahin läuft, wenn alles irgendwie so ist, wie es immer schon war, dann kann Provokation ein sehr gutes Mittel sein, um, ich sag mal, was Neues zuzulassen, um zum Beispiel neue Ideen in den Raum zu bringen. Wie können Sie das konkret umsetzen? Ich habe das mit Teams in der Teamentwicklung schon gemacht und dann sind wir folgenden Weg gegangen. Wir haben zum Beispiel bei einem Team von 10 Leuten gesagt, okay, 2 von euch, die dürfen jetzt mal die Rolle der Provokateure einnehmen. Und ich habe sie die Rolle der Piraten genannt. Ihr beiden, ihr seid Piraten. Ihr dürft alles hinterfragen. Ihr kämpft gegen den Status quo. Was heißt das? Das heißt, wenn in der Diskussion Sachen besprochen werden, dann haben diese beiden immer wieder die Aufgabe, alles in Frage zu stellen. Immer wieder zu sagen, warum machen wir das überhaupt? Das ist doch totaler Quatsch und zwar richtig provokativ. Und die anderen müssen mit diesen Einwänden konstruktiv umgehen. Sie müssen gute Antworten darauf finden. Es ist wichtig, dass es immer 2 Piraten sind und nicht einer alleine, denn einer alleine kann da schnell, sagen wir mal, runtergemacht werden. Und zu zweit haben die beiden Piraten immer noch so jemanden, mit dem sie einen Schulterschluss üben können. Wenn Sie in Ihrem Team, wenn Sie mal was Neues reinbringen wollen, wenn Sie mal was Neues ausprobieren sollen, dann ernennen Sie 2 Piraten und lassen Sie diese Piraten richtig provokativ vorgehen. Provokation kommt ja heute auch oft in der Kunst vor. Kunst will auch oft provozieren, einfach weil sich unsere Gedanken reiben, wenn wir Provokation erleben. Wir kommen ins Nachdenken, wir müssen uns auseinandersetzen. Und dieses Auseinandersetzen, das schafft manchmal ganz neue Perspektiven, ganz neue Ideen. Ich bin Stefanie Voss. Ich bin Expertin für Kommunikation und Leadership und ich mache Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, ich halte Vorträge und ich arbeite auch als Coach. Sie finden mich bei Xing, bei Facebook und auch bei LinkedIn. Dort können wir uns gerne miteinander vernetzen und Sie finden meine Videos auf meinem Videoblog www.leaderonmyship.com. Halten Sie das Steuer für sich immer fest in der Hand. Genau das macht sie zum Leader on Your Ship. Bis bald.